Erste Frage ist eine ganz einfache. Wie geht es denn Claudio Pizarro? Wie ist da der Stand der Dinge? Was gibt es für neue Erkenntnisse? Er ist noch nicht da. Er kommt Nachmittag und dann wird untersucht von unserem Doktor und dann kriegen wir diese Information. Wir haben nur SMS gekriegt, dass bei ihm ist alles okay ist, nicht so schlimm, er meint. Aber nochmal, müssen wir abwarten, was Doktor meint. Wie kann das genau gehen, da was zu holen in Dortmund? Wie muss Werder da auftreten? Das ist immer das Gleiche, was wir sagen. Wir werden aber sicherlich hier nicht auf der Pressekonferenz das Spiel gewinnen, sondern nur um 18.30 Uhr auf dem Platz. Und wir müssen versuchen, alles aus uns rauszuholen und dann auch darauf zu hoffen, dass Dortmund vielleicht nicht seinen allerbesten Tag hat. Und dann holst du in der Bundesliga immer was. Und das wird wieder die Marschroute sein. Genauso wie in den Spielen zuvor, wenn wir gegen Gegner gespielt haben, die vom Papier her erstmal stärker sind. Und auch da haben wir ja schon gute Leistungen gezeigt und auch entsprechend was geholt. Und genauso werden wir wieder agieren. Ich lasse ihn noch leben, ich lasse ihn noch leben. Ich war junger Mann, er wollte unbedingt, dass nach dem Training, dass ich bringe ihm Flanken, obwohl ich wollte auch nach Hause fahren. Nein, ja, natürlich, wir sehen uns Samstag.